Wir unterbrechen unsere Musiksendung zur Durchgabe einer Luftlagemeldung. Beeil dich. Hol rasch deine Puppe. Achtung, Achtung. Der über den Plattensee gemeldete Bomberverband befindet sich im Anflug auf Kärnten und Steiermark. Wir wiederholen. Der über den Plattensee gemeldete Bomberverband befindet sich im Anflug auf Kärnten und Steiermark. Wir suchen uns wieder einen Keller. In der Innenstadt. Es ist in Kürze mit Fliegeralarm zu rechnen. Ende der Durchsage. Es gibt wieder einen Angriff. Warum bleiben wir denn da stehen? Den Bauernhof am Zaunkorb. Wer hat den Zaunkorb? Die Amerikaner. Well, ihr ruft an Sani. Ja. Geht mit, das ist ja. Ruf jetzt an den Händen schon, sie kommen schon. Ja. Ja. Ich bin froh, dass Sie hier waren, Parteigenosse. Ich auch. Sie wissen, wie Ihre Arbeit in Berlin geschätzt wird. Ja, wir können mit der Produktion beginnen. Läuft gerade alles an. Ja, da steht ja sicher alles hier in Ihrem Bericht. Und die Familie? Ist am Attersee, in Oberdonau. Alles bestens. Sie sollen ja ausgebombt sein. Ja, ich wohne jetzt bei einem Freund. Aber es hat deswegen keine Unterbrechung gegeben. In der Arbeit, meine ich. Ihre Haltung wird in Berlin als vorbildlich anerkannt. Herr Schröder, Sie wissen es ja selbst. Äußerste Eile, alle Kraft voran. Das Heeresbeschaffungsamt wird es an nichts fehlen lassen. Geld, Material, was Sie wollen. Wir tun, was wir können. Berlin weiß das, hoffe ich. Ja. Ich muss jetzt ins Büro. Alles Gute. Alles Gute. Heil Hitler. Heil Hitler. Bitte? Ja, bitte. Entschuldigen Sie. Bitte, könnten Sie mir aus einer Verlegenheit helfen? Mit Alkohol? Wissen Sie denn nicht, dass alkoholische Getränke rationiert sind? Ich bin gerade erst von der Front zurückgekommen. Ich habe keine Zeit gehabt, mich um Marken zu kümmern. Es gibt aber zurzeit keine Spirituosen auf Marken.
Ja, das ist dumm. Ich bin heute Abend eingeladen und ich möchte gerne was mitnehmen. Es gibt aber nichts. Nichts Offizielles. Könnten Sie einem Soldaten nicht auch etwas geben, was es offiziell gar nicht gibt? Ich werde den Chef fragen. Es ist aber nicht ganz billig. Preis spielt keine Rolle. Wie viele Flaschen möchten Sie denn gern? Zwei. Cognac? Das wäre großartig. Ich hoffe, Ihr Abend ist gerettet. Es ist besser, wenn man die Flaschen nicht sieht. Danke. Was bin ich Ihnen schuldig? Das macht 600 Mark. Das ist ganz schön. Es freut mich, dass wir Ihnen helfen konnten. Sie haben mir das Leben gerettet. Ich danke Ihnen. Wirklich? Das wird ein toller Abend. Gerade ist Fliegeralarm. Ich komme nach dem Angriff heute Nachmittag. Hoffentlich passiert nichts mit dem Saal. Ich freue mich schon so. Ja, es ist meine erste Lesung. Wieso? Die Theater sind ja zu. Es gibt doch keine Engagements für eine Anfängerin. Bloß in der Rüstung. Ich suche mir jetzt einen Schutzraum, da lese ich mir mein Programm noch einmal durch. Bis später. Jetzt suchen wir uns einen Keller. Bin ich schon müde. Da bleiben wir. Wieso brennt denn dann nicht? Merkwürdig. Aber das ist doch unser privater Luftschutzraum. Schrecklich, dass man fremde Menschen hier aufnehmen muss. Hier ist Platz genug. Bitte, Hochwürden. Verzeihung, dass wir uns hereingedrängt haben. Dürfen wir hier bleiben? Ja, ja. Es ist Platz genug. Ist das ein öffentlicher Keller? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin hier selbst fremd. Aber wollen wir nicht runtergehen? Die Keller der inneren Stadt sind alle sicher und tief.
Ich glaube da. Gestatten Sie, dass wir hier in diesem Keller... Aber gern. Mit so viel Besuch hatten wir gar nicht gerechnet. Darf ich... Ja, setzen Sie sich hin, wo Sie wollen. Danke. Achtung, Achtung, hier ist der Befehlsstand des Reichsstatthalters. Der feindliche Bomberverband hat den Raum Groß-Wien erreicht. Wir wiederholen. Hier ist der Befehlsstand des Reichsstatthalters. Der feindliche Bomberverband hat den Raum Groß-Wien erreicht. Ende der Durchsage. Verzeihen Sie. Bitte, bitte. Aber bist du uns unterfallen? Nein, das ist ausgeschlossen. Hast du schon gehört, wie es klingt, wenn eine Bombe kommt? Manchmal klingt es sehr laut. Und manchmal hört man fast gar nichts. Achtung, Achtung, hier ist der Befehlsstand des Reichsstatthalters. Der gemeldete Bomberverband befindet sich im Anflug auf die Sektoren 17 und 9. Ende der Durchsage. Na, wie heißt du denn? Evi. Und du? Robert. Mein Vater ist auch Sultan. Er ist in Ungarn. Warst du schon in Ungarn? Ich bin heute früh von dort zurückgekommen. Warum? Um meine Eltern zu besuchen. Leben die in Wien? Nein. Willst du bei deinen Eltern bleiben? Ich will sie nur besuchen. Wann bleibst du zu Hause? Wenn der Krieg aus ist. Wann wird der Krieg aus sein? Hoffentlich bald. Das ist die Flak. Mhm. Was heißt in der Flasche? Schnaps? Sowas Ähnliches. Willst du probieren? Nein. Mögen Sie? Danke. Noch jemand? Ja, danke. Achtung, Achtung, hier ist der Befehlsstand des Reichsstatthalters. Der gemeldete Bomberverband befindet sich im Anflug auf die Sektoren 17 und 9. Ein weiterer Bomberverband im Anflug auf den Raum Groß-Wien. Bombenabwürfe in den Sektoren 5 und 13. Ende der Durchsage. Das ist die Nova. Wie bitte? Der Angriff gilt der Nova, der großen Ölraffinerie. Die ist doch im Dezember fast ganz zerstört worden, als sie auf den Zentralfriedhof bombardiert haben. Die armen Menschen. Man kann hier und dort sterben, wenn es so bestimmt ist. Es gibt eine relative Sicherheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie hier in diesem Keller Ihr Leben verlieren, ist minimal. Es gibt keine Sicherheit. Auch keine relative. Warum sind Sie dann nicht in Ihrer Wohnung geblieben? Warum gehen Sie in den Luftschutzkeller? Aus Angst. Glauben Sie, ein Geistlicher ist dagegen immun?
Sind Sie jetzt über uns? Nein, da ist ein Kabel getroffen worden. Hat jemand eine Kerze? Ich habe eine Petroleumlampe. Auch für Sie bitte. Es lebe die relative Sicherheit. Sind Sie über uns? Die Bomben. Die Bomben. Hier herunter kommen keine Bomben. Beruhigen Sie sich. Ich erwarte ein Kind. Ich kann erst morgen aus Wien fort. Hier kann Ihnen nichts geschehen. Hier sind Sie sicher. Hoffentlich ist der Angriff bald vorüber. Ich hab so Angst. Es kann nicht mehr lange dauern. Na, sehen Sie. Ich werde ihn aufgeben. Kommen Sie mit. Ich kann Keller nicht leiden. Warum haben Sie die Flasche mitgenommen? Um sie leer zu trinken, sie hat keinen Korken mehr. Komm, mein kleines Hundchen, da lieb, komm. So ein schöner Tag. Na ja, komm, ja, noch mal weiter. Das ist doch heute alles ganz ruhig. Was wollen wir denn machen? Trinken Sie mit uns? Gerne. Danke sehr. Sehr friedlich heute. Aber es ist noch nicht vorüber. Ah, heute passiert nichts. Ich verlasse mich der Jans auf ihn. Der Hund besitzt einen hervorragenden Instinkt. Wenn er nervös wird, dann weiß ich, Stadt und seine Gefahr droht. Aber heute ist er die Ruhe selbst. Wo hat er das gelernt? In Berlin? Nee, wir sind aus dem Rheinland. Aus Köln. Ach so. Da haben wir eine Spezialschulung mitgemacht, was? Er und ich, der Zebedeus. Vielen Dank auch für den Cognac. Bitte. Na komm, Kleiner, komm, ja noch mal weiter. Heute haben wir unsere Ruhe, weißt? Da gibt es ja weiter gar nichts. Heute, nur heute soll alles gut vorübergehen. Morgen spielt es keine so große Rolle mehr. Warum nicht? Sie werden es lächerlich finden, wenn ich es Ihnen sage. Nein, ich finde nichts lächerlich, was Sie mir sagen. Heute Abend wird etwas in Erfüllung gehen, was ich mir seit langem gewünscht habe. Machen Sie eine Reise? Mm-mm. Kommt Ihr Freund zurück? Ich habe keinen Freund. Dann kann ich es nicht erraten. Ich werde heute Abend Gedichte lesen. Öffentlich. Zum ersten Mal. Heute Abend? Ja, im Industriehaus. Vor lauter jungen Leuten. Sind Sie Schauspielerin? Ja, mein erster Abend. Ich freue mich schon sehr. Was werden Sie lesen? Binding, Rudolf Alexander Schröder, Rilke. Ich habe vor ein paar Tagen in der Weise von Liebe und Tod geblättert. In der Feldpostausgabe. Haben Sie das Buch noch? Nein, ich habe es verloren. Mit meinen anderen Sachen. Als Sie? Als ich das meiste zurücklassen musste. Wir wurden beschossen von Tieffliegern. Trinken Sie noch? Mhm. Sind Sie sehr müde? Nein, ich bin ganz munter. Was machen Sie heute Abend? Keine Ahnung, vielleicht halte ich einen Wagen auf, der mich nach Linz oder Salzburg bringt. Warum? Ich wollte Sie einladen. Gerne. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Warum nicht? Ich kann es Ihnen nicht erklären. Aber bitte glauben Sie mir, dass ich gerne dabei wäre. Ich werde eine Karte für Sie hinterlegen und mich freuen, wenn Sie es doch noch schaffen. Auf welchen Namen? Faber, Robert Faber. Wie heißen Sie? Susanne Riemerschmidt. Ich bin froh, Sie getroffen zu haben. Ich muss jetzt gehen, leben Sie wohl.
Ich wollte... Bitte? Sie haben den Cognac vergessen. Ich brauche ihn nicht. Aber ich auch nicht. Was soll ich damit? Leer trinken und fortwerfen. Ich muss jetzt wirklich gehen. Wiedersehen. Bitte bleiben Sie noch. Jedenfalls bis zur Entwarnung. Der Angriff ist gleich vorüber. Gehen Sie zurück in den Keller. Ich fürchte mich nicht vor den Fliegern. Bleiben Sie noch. Nur eine Stunde. Sie kennen mich nicht, Fräulein Riemerschmidt. Ich bringe Ihnen kein Glück. Das ist nicht wahr. So, ich verabschiede mich. Hab schon den halben Tag verloren, diese ewigen Alarme. Eine sinnlose Vergeudung wertvoller Arbeitszeit. Ist es nicht besser, die Zeit zu verlieren als das Leben? Das eine könnte leicht mit dem anderen zusammenfallen. Unsere Lage ist ernst. Wiedersehen. Leben Sie wohl. Wiedersehen. Warten Sie! Augenblick! Was gibt's? Ein neuer Verband hat Wien umflogen und kommt jetzt von Südosten zurück. Der Hund ist ganz unruhig, da liegt was in der Luft. Ach was, die greifen die Raffinerie nochmals an. So, ich habe keine Lust, noch länger zu warten. Wiedersehen. Halt! Hören Sie nichts? Nein? Doch, Motoren! Ganz leise. Los, zurück! Vorsicht! Spucken Sie den guten Cognac nicht aus! Das Haus. Das Haus ist getroffen. Das, ja, ja. Das Haus, mein Haus. Und meine Wohnung im dritten Stock ist ja auch getroffen. Ich weiß es nicht. Warum wissen Sie das nicht? Ja, ich war nicht oben. Wohin wollen Sie denn? Ich will nachsehen, was aus meiner Wohnung geworden ist. Sie können jetzt nicht hinauf. Warum kann ich das nicht? Weil, sehen Sie, der Kellereingang ist blockiert. Was heißt das? Ja, nach dem Einschlag muss ein Teil des Gebäudes zusammengestürzt sein. Können nicht hinaus? Im Augenblick nicht. Wir sind also eingeschlossen? Ja, aber man wird uns bald ausgraben. Oh Gott! Oh Gott! Wir sind verschüttet! Oh, und meine Wohnung ist vernichtet! Das Einzige, was ich besitze, ist vernichtet! Wir sind verschüttet und ich... Ich muss hier sterben! Sie werden nicht sterben! Ich will aber sterben! Ohne meine Wohnung will ich nicht erleben! Lassen Sie mich los! Jetzt seien Sie ruhig, Sie sind hier nicht allein! Ich will nicht ruhig sein, ich will hier sterben! Lassen Sie mich los! Bleiben Sie hier. Ich komme bald zurück. Oh, bitte. Bitte schicken Sie den Priester zu mir. Ja, der sieht schlimm aus. Wenn die Seitenmauern der Treppe eingestürzt sind, dann... Dann kommen wir hier nie raus. Ein Glück, dass die Decke gehalten hat. Die alte Dame will Sie sprechen. Der Keller hat keinen Seitenausgang, nicht wahr?
Wir sind verschüttet. Ja, aber nicht lange. Die werden draußen nach uns suchen und wir können uns hier irgendwie bemerkbar machen. Sie werden uns finden. Bestimmt. Ja, aber ganz sicher. Mama, was hast du denn? Ich bin so erschrocken. Ich dachte, mein Herz steht still. Wird es lange dauern? Ich hoffe nicht. Wir werden uns freischaufeln. Mhm. Keine Sorge. Mama. Da hat man versucht, einen Notausgang zu bauen. Am besten wir graben hier weiter. Vielleicht kommen die uns von der anderen Seite entgegen. Ja, versuchen wir es. Wenn das Nehmhaus noch steht, dann können wir so ins Freie kommen. Ja, wenn. Verfluchte Scheiße. Das ist eine dicke Mauer. Das wird eine harte Arbeit für uns beide. Wieso? Sie vergessen den Priester. Glauben Sie, dass der uns helfen kann? Ja, warum nicht? Ich hoffe, die alte Dame hat genug Petroleum. Lampen stehen ja unten in Luca rum. Ich möchte nur wissen, warum der Durchbruch hier gebaut werden sollte und nicht unten. Ja, der Keller ist ungewöhnlich tief, mit seinen drei Stockwerken. Es muss einen schnelleren Weg geben, hier rauszukommen, als durch diesen verdammten Gang. Es gibt aber keinen. Nur diese Stollen. Wir müssen jetzt graben. Es gibt einen zweiten. Das ist nicht der einzige. Es gibt immer einen zweiten. Nur finden muss man ihn. Jetzt hören Sie mal auf damit, ja? Wir müssen heraus. Je früher, desto besser. Es ist zum Verrücktwerden. Ich habe so viel zu tun. Und Ihnen ist der ganze Urlaub verdorben. Ich bin nicht in Eile. Man soll immer seinem Instinkt folgen, dann. Dann wäre ich nicht mehr hier. Nein, aber vielleicht tot. Wir müssen uns beeilen, sehr beeilen. Frau Wagner ist hochschwanger. Das lässt sich nicht übersehen. Glauben Sie, dass Sie hier... Das kann sein. Ich verstehe nichts davon. Wir müssen sie nur richtig unterbringen. Und zwar sofort. Mami, ist der schlecht? Frau Wagner, Sie müssen liegen und sich ausruhen. Auf der Erde. Wohnen Sie natürlich nicht. Unten gibt's ein Bett. Das gehört der alten Dame. Man kann es ihr unmöglich wegnehmen. Warum nicht? Sie ist gesund. Wir reden mit ihr. Kommen Sie. Ich möchte niemanden stören. Nur in diesem Zustand. Ich hätte morgen in die Entbindungsanstalt fahren sollen. Meine Wohnung. Meine schöne Wohnung. Das kann doch nicht der Wille des Allmächtigen sein. Sie trinken? Schämen Sie sich nicht? Nein. Sie haben sich sehr verändert. Warum? Geben Sie mir Antwort. Warum? Warum was? Warum musste ausgerechnet mein Haus getroffen werden? Ein Zufall. Aber die Vorsehung hochwürden. Es gibt doch eine göttliche Vorsehung. Nein, die gibt es nicht. Hochwürden? Sie versündigen sich. Dann nennen Sie mich nicht Hochwürden. Ich heiße Gontard. Sie sind ein Priester der Kirche. Und es ist Ihre Verpflichtung, mich, die an der Weisheit Gottes schwankend geworden ist, auf den rechten Weg zurückzuführen. Das kann ich nicht. Warum nicht? Weil ich nicht an die Weisheit Gottes glaube. Deshalb, verstehen Sie? Weil ich nicht daran glaube, dass es auf dieser Welt so etwas wie Gerechtigkeit gibt. Ich vertraue. Ich vertraue immer noch auf die Worte der Heiligen Schrift. Gott will uns prüfen, Hochwürden. Sie sind verbittert, Sie wissen nicht, was Sie tun. Kommen Sie. Lassen Sie uns gemeinsam beten. Ich will nicht beten. Doch, doch, Sie müssen beten. Wir alle müssen beten. Gott verlangt es von uns. Dummes Geschwätz. Kein Hund interessiert Sie für Ihre Gebete. Sie helfen nichts. Sie lügen! Sie lügen! Sie lügen! Bitte, gnädige Frau, erlauben Sie, dass Frau Wagner Ihr Bett benutzt. Mein Bett? Mein Bett?
Wo soll ich dann schlafen? Oh, wir haben doch genug Platz. Auf den Stühlen und Kisten. Ich bin eine alte Frau. Sie können nicht von mir verlangen, dass ich auf Kisten und Stühlen schlafe. Frau Wagner ist hochschwanger. Sie braucht das Bett mehr als Sie. Sie haben doch noch Ihren Stuhl. Aber das Bett gehört mir. Ich habe es hier herunterbringen lassen, in meinen Luftschutzkeller. Was kann ich dafür, wenn Sie ihn alle benutzen? Entschuldigen Sie, ich wollte Sie wirklich nicht belästigen. Es wird schon gehen. Ich habe noch eine Decke in meinem Koffer. Danke, wenn ich nur den Stuhl benutzen dürfte. Nein, also so geht das doch nicht. Sie müssen doch ins Bett sofort. Sie haben keine Kinder, nicht? Nein, Gott sei Dank nicht. Dann werden Sie sich auch kaum in die Lage von Frau Wagner versetzen können. Ich verstehe Sie sehr gut. Aber Sie können nicht von mir verlangen, dass ich auf Stühlen und Kisten schlafe. Bitte lass meine Mutter hier liegen. Vielleicht habt ihr beide hier Platz. Es tut mir leid. Es war nicht so gemeint. Es ist nur, weil ich so unglücklich bin. Kommen Sie, bitte. Legen Sie sich nieder. Sie brauchen Ihr Bett. Nein. Legen Sie sich nieder. Ich bitte Sie darum. Kommen Sie. Hier haben Sie zwei Decken. Entschuldigen Sie bitte mein Benehmen. Es wird Ihnen gleich warm werden. Danke. Es tut mir so leid. Danke, Evi. Komm. Vielleicht können Sie beide auf dem Bett schlafen. Ja, nein, ich will es gar nicht. Ich will es gar nicht. Ich komme mit dem Sessel schon sehr gut zurecht. Und allzu lang werden wir ja nicht hierbleiben, hoffe ich. Eine Nacht bestimmt. Mit dem Bau eines Ganges haben Sie vorletzte Woche schon begonnen. Sagen Sie, wohin führt dieser Gang eigentlich? In die Müllergasse hinüber. Ich weiß nicht, ob Sie drüben weitergearbeitet haben, aber jetzt werden Sie uns bestimmt entgegengraben. Hoffentlich. Prost. Prost? Ich denke, Priester trinken nicht. Ich bin kein Priester mehr. Lassen Sie sich durch das da nicht irreführen. Er weiß ja nicht, was er spricht. Doch, ich weiß ganz genau, was ich sage. Ich bin kein Priester. Ich glaube nicht an die Tröstungen der Religion. Ich glaube an gar nichts. Was hat er denn? Er ist müde. Sagen Sie, im oberen Keller, gleich neben der Tür, ist ein Regal mit Flaschen. Wem gehört das? Ja, hier im Haus war eine Drogerie, die ist jetzt geschlossen. Die alten Leute sind aufs Land gezogen. Es sind Reste von ihrem Lager, irgendwelche Chemikalien, glaube ich. Chemikalien? Kaliumpermanganat habe ich gesehen, ja. Warum wollen Sie das wissen? Auch nur so. Lampen haben wir ja genug. Und wie viel Petroleum haben Sie noch? 4-5 Liter, glaube ich. Ja, wunderbar. Dann haben wir auch Licht bei der Arbeit. Ich wollte gerade raufkommen, also los, fangen wir an. Ja, kommen Sie mit. Wohin? Genau, helfen Sie uns beim Graben. Ich werde Ihnen nicht helfen. Was? Ich werde Ihnen nicht helfen. Ich denke nicht daran. Ja, sind Sie verrückt? Wollen Sie hier bleiben? Ja, ich will hier bleiben. Hier oder sonst wo. Ist mir völlig gleichgültig, wo ich bin. Graben Sie Ihren Gang ohne mich. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Mich lassen Sie gefälligst in Ruhe. Na, Sie haben Nerven. Das hat mit meinen Nerven und mit dem Bombeneinschlag überhaupt nichts zu tun. Ich erkläre nur, dass ich genug habe. Verstehen Sie? Dass mir das ganze Leben gestohlen bleiben kann. Und wer redet denn von Ihnen? Neben Ihnen existieren auch noch andere. Ich weiß. Und Sie wollen uns trotzdem nicht helfen? Wir wollen alle leben. Leben? Was nennen Sie Leben? Essen, schlafen, sich vor dem nächsten Tag fürchten, das ist doch alles. Nein. Das ist nicht alles. Für mich ist es alles geworden. Und es genügt mir nicht. Da stelle ich mir den Tod noch angenehmer vor. Schluss jetzt mit dem Unsinn. Wenn Sie nicht wollen, dann bleiben Sie hier. Wir fangen an. Ich komme mit. Kann ich auf die Straße gehen? Nein, jetzt nicht. Gar nicht mehr? Doch, bald. Vielleicht scheint oben die Sonne. Das weiß ich nicht. Vielleicht regnet es auch. Sollten wir sie auslöschen, wir verbrauchen dann weniger Luft oder stört sie die Finsternis? Nein, mich nicht. Und Sie?
Wenn wir Glück haben, stoßen wir bald auf Lehm. Sprengpatronen mit. Sprengpatronen hätten wir es leichter. Wir haben aber keine. Dann würden wir diese verdammte Wand schnell zum Einsturz bringen. Und uns würde die Decke auf den Kopf fallen. Warum haben Sie eigentlich kein Gewehr? Ich habe es beim Tieffliegerangriff verloren. Ich habe eine Pistole, Kaliber 9 mm. Mit Munition? Ja, natürlich mit Munition. Warum wollen Sie Löcher in die Wand schießen? Nein, das nicht, aber wenn wir mit einem Messer die Kugeln aus den Patronen kratzen, dann haben wir eine Menge Pulver. Wie viele Patronen haben Sie? Nicht einmal ein volles Magazin. Außerdem, was wollen Sie denn mit dem Pulver? Es wird einfach verbrennen. Dann könnte es zur Explosion bringen. Durch große Hitze zum Beispiel. Wenn Sie eine Patrone in den Ofen legen, Entschuldigung, dann explodiert sie. Wir haben aber keinen Ofen. Nein, aber dafür Petroleum. Das sind doch Hirngespinste. Das Beste für uns ist hier, einfach weiter zu graben. Also gut, so geht's nicht, aber... Aber irgendwie muss es gehen, sag ich Ihnen. Wir werden schon durchkommen. Ja, ja, aber wann? Wollen wir noch 2 Tage hier hocken? Die Frau kann doch ihr Kind nicht in diesem Loch zur Welt bringen. Nein, es wird aber keine 2 Tage dauern. Hoffentlich. Dieser Scheißpriester. Sie können keinen Menschen zwingen zu arbeiten. Warum nicht? Hier nicht. Wir sind alle in der gleichen Lage. Sie hat doch auch nicht gefragt, ob Sie ein Gewehr tragen würden oder nicht. Das ist was anderes. Wenn ich mich geweigert hätte, dann wäre ich erschossen worden. Aber hier im Keller, da kann jeder tun, was ihm passt. So. Warum graben Sie denn überhaupt? Weil ich hinaus will. Aber der Priester wird genauso durch den Gang kriechen wie wir. Auch wenn er keinen Finger gerührt hat. Na und? Wollen Sie ihn zwingen, hier zu bleiben? Ja, das wäre die gerechte Strafe für ihn. Das ist doch nicht lächerlich. Jeder muss seine Pflicht erfüllen jetzt im Krieg. Wir sind alle nur Glieder einer Gemeinschaft. Nein. Was heißt nein? Es gibt keine Gemeinschaft. Jeder ist alleine auf der Welt. Unser Volk ist eine Gemeinschaft. Wir stehen im Kampf. Warum schießen Sie eigentlich auf einen Menschen, der eine andere Uniform hat? Weil man sonst mich erschießt. Nein, weil er ein Feind ist. Unsinn. Ich kenne ihn doch überhaupt nicht. Ach. Willst du mit mir spielen? Efi, du darfst die Dame nicht belästigen. Das tust du gar nicht. Was willst du denn spielen? Kennst du, ich sehe etwas, was du nicht siehst? Wie können wir denn das spielen, wenn es hier so finster ist? Machen wir doch ein Licht an. Das geht nicht. Das verbraucht zu viel Sauerstoff. Was ist Sauerstoff? Alles, was man zum Atmen braucht. Sauerstoff ist in der Luft. Aber Luft gibt es doch überall. Ich kann überall atmen. Ja, aber wenn wir atmen, verbrauchen wir den Sauerstoff. Und hier im Keller wird es bald keinen Sauerstoff mehr geben, weil keine frische Luft hereinkommen kann. Was geschieht, wenn kein Sauerstoff mehr da ist? Dann schlafen wir ein. Tut das weh? Nein, gar nicht. Aber einschlafen tue ich doch jeden Abend, wenn ich müde bin. Dann komm, setz dich zu mir und wir denken beide an etwas Schönes. Ja? Der Krieg ist zu einem Wettlauf mit der Zeit geworden. Wenn wir noch 6 Monate durchhalten, haben wir gewonnen. Ja, wir haben schon 6 Jahre durchgehalten. Ach, Sie haben wirklich keine Ahnung. Wir entwickeln über 100 verschiedene Typen von ferngelenkten Explosivkörpern mit Düsenantrieb, magnetischen Feldern. Wir haben fliegende Bomben konstruiert. 30 Meter lang, 12 Tonnen Gewicht. Die fliegen schneller als der Schall. Wir erreichen damit New York. Naja, ich weiß, Sie glauben ja nicht, aber es ist so. Warten Sie noch 6 Monate. Und Sie werden sehen, der Krieg ist noch nicht verloren. Was wir brauchen, ist Zeit. Nicht sonst, nur Zeit. Und wenn wir sie hätten, diese 6 Monate? Ja, dann wäre der Krieg gewonnen. Es gibt keine Stadt in der Welt, die wir nicht in wenigen Stunden zerstören könnten. Warum wollen Sie die Erde zerstören? Ja, wir wollen den Krieg gewinnen. Und dann? Und dann? Dann kann man alles wieder aufbauen. Das ist verrückt. Woher wissen Sie eigentlich, dass die anderen nicht auch in solchen neuen Waffen basteln? Sie tun das ja, wir wissen das. Deshalb müssen wir ja schneller sein, nicht? Es lohnt sich nicht. Doch, es lohnt sich. Wenn wir verlieren, sind wir alle verloren. Und wenn wir gewinnen?
glaube, wir brechen dieses Gespräch besser ab, nicht? Ich habe Hunger. Ich auch. Mach eine Pause. Ich habe was zu essen in meinem Brotbeutel. Susanne, heute Abend wollen Sie mir etwas vorlesen? So. Wer Hunger hat, bitte. Ich habe leider keine Lebensmittel bei mir. Darf ich auch was essen? Wir werden alle das Gleiche essen. Nicht wahr, Fräulein Reimann? Wenn alles gut geht, sind wir morgen hier raus. Wie viel dürfen wir denn essen? Ich denke, wir legen alles, was wir haben, hier auf die Kiste. Das ist eine gute Idee. Wer hat noch was zu essen? Wir, Evi. Kartoffeln mit Bohnen, schon gekocht. Magst du Bohnen? Furchtbar gern. Sind aber schwarze Bohnen. Die habe ich besonders gern. Zuckerwürfel. Mutti hat sie gezählt, weil ich immer da nasche. Sind 25 Stück. Muss ich meine Kondensen nicht hergeben? Ich weiß es nicht. Ich denke schon, du willst doch auch Brot und Fleisch essen. Ich möchte gar nichts anderes essen. Ich habe keinen Hunger. Willst du etwas von meiner Kondensmilch? Nein. Ich kann Kondensmilch nicht ausstehen. Und du? Danke. Glaubst du, dass er das will? Nun frag ihn doch. Ich trau mich nicht. Hochwürden! Wie steht's mit Ihnen? Er will deine Milch auch nicht. Wieso? Er hat doch gar nichts gesagt. Priester trinken keine Kondensmilch. Stimmt. Die trinken nur Cognac. Kannst die Dose behalten, Evi. Hm? Also, fangen wir an. Schlage zunächst die Bohnen, bevor sie sauer werden. Aber Teller, wir haben keine Teller. Soll ich vielleicht von meinem Service? Aber nein. Wir essen aus der Dose. Jeder einen Löffel, immer im Kreis. Was wünschen Sie? Kommen Sie essen. Ich bin nicht hungrig. Aber natürlich sind Sie hungrig. Sie sollen mich in Ruhe lassen! Ich will allein sein. Können Sie das nicht begreifen? Entschuldigen Sie, falls Sie später Hunger haben sollten. Es steht alles auf der Kiste drüben. Kommt der Mann nicht? Nein, aber wir essen jetzt. Ich möchte mit Ihnen über etwas reden, was uns alle angeht. Worum handelt es sich? Um den Tunnel. Wie lange brauchen wir noch? Wir beide sind ziemlich müde. Wenn wir heute noch 1 bis 2 Stunden arbeiten und morgen früh weitermachen, dann sollten wir es bis zum Abend schaffen. Also mindestens noch einen Tag. Eine lange Zeit. Aber warum sollen wir bis morgen Abend warten, wenn wir in wenigen Stunden frei sein könnten? Das verstehe ich nicht. Wieso? Es gibt 2 Wege, aus diesem Keller rauszukommen. Der eine Weg ist, einen Gang zu graben. Der dauert lange. Der andere... Es gibt keinen anderen. Doch. Da oben stehen auch Reste von dieser ehemaligen Drogerie herum. Ich habe da allerlei gesehen. Kaliumpermanganat zum Beispiel. Wenn man das im Verhältnis 3:1 mit... Aber das tut ja nicht zur Sache. Ich bin Chemiker. Das Ergebnis dieser Mischung füllen wir in eine Flasche, brechen ein großes Loch in die Mauer, stellen die Flasche hinein und bringen es durch eine Zündschnur zur Explosion. Ich glaube, so könnten wir die Mauer zum Nebenhaus zum Einsturz bringen. Was halten Sie davon? Mir gefällt die Idee nicht.
Ja, warum denn nicht? Wir können in wenigen Stunden frei sein. Und wenn Sie sich irren? Wenn Sie sich bei dieser Mischung verschätzen? Dann fliegt das ganze Gewölbe in die Luft. Natürlich ist ein Risiko dabei. Nehmen wir mal an, dass uns ein paar Leute entgegengraben. Wenn Sie die Mauer sprengen, ohne diese Leute zu warnen, dann ist das glatter Mord. Die haben dann keine Zeit mehr, sich in Sicherheit zu bringen. Daran habe ich nicht gedacht. Wir müssen eben nachts sprengen. Und wenn die auch nachts arbeiten? Wer nichts wagt, gewinnt nichts. Das gilt nur, wenn Sie für sich alleine handeln. Warum wollen wir nicht sicher gehen und den Gang graben? Weil ich hier raus muss. Weil Frau Wagner ins Krankenhaus muss. Weil es mir unerträglich ist, dieser Gedanke, dass wir ein Mittel zu unserer Befreiung besitzen, ohne es anzuwenden. Verstehen Sie? Nein, das verstehe ich nicht. Nein, das verstehen Sie nicht. Sie verstehen nur, einen Gramm zu graben, einen Stein nach dem anderen aus der Mauer brechen, eine Schaufel nach der anderen, heute und morgen und immer wieder, bis wir verrückt werden. Bis wir durch sind. Das ist doch eine dumme und geistlose Methode, eine unwürdige. Unwürdig? Wessen? Unser unwürdig. Jeder Höhlenmensch kann einen Gang graben mit seinen Händen, immer graben. Wir sollten uns doch beweisen, dass wir außer Verstand auch noch Mut besitzen, nicht? Das wäre kein Mut, sondern eine Tollkühnheit, die ohne Verstand ist. Ich denke, Sie sind Soldat. Das ist eine geschmacklose Bemerkung, Herr Schröder. Sie haben recht. Entschuldigen Sie. In diesem Keller hat jeder das gleiche Recht, über seine Zukunft und sein Leben zu bestimmen. Aber ich weiß doch, dass diese Sprengung uns befreien würde. Ich bin Chemiker. Ich weiß es besser. Das ist möglich. Aber können Sie es uns versprechen? Mit aller Bestimmtheit versprechen? Nein, das kann ich natürlich nicht. Was schlagen Sie vor? Fragen Sie jeden Einzelnen um seine Meinung. Meine kennen Sie ja bereits. Was hat das für einen Sinn zu fragen? Sie lehnen meine Idee ab, womit alles hinfällig ist. Fragen Sie dennoch. Vielleicht bin ich der Einzige. Dann würde ich es mir überlegen, ob ich im Unrecht bin. Gut. Also, gnädige Frau? Ich fürchte mich. Ich möchte lieber noch einen Tag warten, als mich der Gefahr eines Experiments auszusetzen. Und Sie, Frau Wagner? Können Sie mir versprechen, dass dem Kind nichts geschieht? Das kann ich natürlich nicht. Dann möchte ich lieber hierbleiben. Und Sie, Fräulein Riemerschmidt, Sie teilen sicherlich die Meinung von Herrn Faber, nicht? Ich glaube, ich will auch lieber warten. Danke. Und Sie? Wie ist Ihre Meinung? Warum antworten Sie nicht? Ich weiß doch ganz genau, dass Sie nicht schlafen. Lassen Sie mich in Ruhe. Mir ist völlig gleichgültig, was Sie tun. Graben Sie Ihren Gang oder graben Sie ihn nicht. Springen Sie den ganzen Keller in die Luft. Halten Sie Ihre Reden, spielen Sie den starken Mann. Wissen Sie, was Sie für mich sind? Ich kann es mir denken. Ein Brechmittel. Ein heroisches Brechmittel. Ach, gehen Sie. Ich will meine Ruhe. Hochwürden, die Flasche mit dem Cognac steht hier auf der Kiste. Kommen Sie? Wohin? Weitergraben, was sonst? Ich komme gleich. Susanne. Was ist das? Das habe ich für Sie aufgehoben. Schluss. Wenn die auf der anderen Seite genauso schuften, dann müssen wir morgen durch sein. Gehen wir schlafen. Ja, aber wo und wie? Kisten und Stühle gibt's unten genug.
Wir werden sehen, wie viele Decken wir zusammen bekommen. Sechs brauchen wir, sechs Decken. Nein, fünf. Fünf. Meinetwegen kann sich der Priester ruhig eine Lungenentzündung holen. Meine Herren, ich habe eine Idee. Ihr Messer, bitte. Ja, was wollen Sie denn damit? Das werden Sie schon sehen. Ich mache es auf. Bitte. Bitte. Mein Teppich, wissen Sie, ist sehr groß und dick. Da können sich bequem zwei Menschen einrollen und haben es warm. Aber wir werden ihn schmutzig machen. Aber den kann man ja wieder reinigen. Fräulein Rieberschmidt nimmt diese Decke und legt sich auf die Stühle. Die beiden Herren rollen sich in den Teppich. Und so sind wir alle versorgt. Herr Schröder, jetzt haben Sie mich aber erschreckt. Aus, wenn Sie hier unten schlafen? Nein. Geben Sie mir die Decke. Es war doch gut, dass du bei mir geblieben bist. Ich wollte nicht bleiben. Wohin wolltest du denn?
Ich weiß, wohin. Wolltest du nicht nach Hause fahren? Doch, aber es geht nicht. Ich kann nirgends hingehen und nirgends bleiben. So geht es uns allen. Mehr oder weniger. Wie in dem alten Gedicht. In welchem alten Gedicht? Es steht an einer Kirchenwand in Stein gehauen. Es heißt, ich bin, ich weiß nicht wer. Ich komme, ich weiß nicht woher. Ich gehe, ich weiß nicht wohin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Mich wundert's auch. Bist du überhaupt fröhlich? Ein wenig schon. Ich möchte gerne bei dir bleiben. Ich will gar nicht wissen, wer du bist. Du kannst nicht bei mir bleiben. Was wird jetzt werden? Wir haben viel Zeit. Das glaubst du ja selbst nicht. Nein. Aber ich möchte es so gerne glauben. Sauerstoff mit da. Müssen wir jetzt sterben? Nein, müssen nicht sterben. Es ist noch genug Sauerstoff da. Aber ich bin doch eingeschlafen. Warum? Weil du müde bist. Bist du auch eingeschlafen? Mhm. Weil ich auch sehr müde bin. Und wir werden nicht sterben? Nein. Morgen früh wachen wir auf. Wie immer. Wann ist morgen früh? Bald? Bald. In ein paar Stunden. Ich habe auf einmal solche Angst bekommen, dass kein Sauerstoff mehr da ist und ich sterben muss. Jetzt kannst du ruhig schlafen. Ja, ich will nicht sterben. Vielleicht werde ich 100 Jahre alt. Gute Nacht, Mutti. Gute Nacht.
Faber! Faber, wachen Sie auf! Wie spät ist es? Es ist gleich 7. Wir müssen weitermachen. Sagen Sie, haben Sie noch etwas Cognac? Nein. Das macht nichts. Warum lassen Sie uns nicht schlafen? Weil ich Leute auf der anderen Seite arbeiten gehört habe. Das ist nicht wahr. Ja, hören Sie selbst. Hören Sie? Die hören uns auch. Heute Abend sind wir draußen. So, hoffentlich. Bestimmt. Schade, dass wir nur den ganzen Cognac ausgetrunken haben. Ach, das macht nichts. Wenn wir hier raus sind, besorgen wir neuen. Wecken Sie das Mädchen, wir wollen frühstücken. Ich wäre gestern Abend noch weitergekommen, wenn ich nicht plötzlich das Bewusstsein verloren hätte. Sie haben sich überanstrengt, mein Lieber. Nein. Zu viel getrunken. Heute Abend, wenn ich hier raus bin. Was machen Sie da? Schnaps trinken und baden. Und Sie? Baden und Schnaps trinken. Vielleicht dressiere ich mich auch. Na, ich muss schleunigst in mein Laboratorium. Ich habe 2 volle Tage verloren. Sie machen jetzt erstmal Pause. Wissen Sie, jetzt kann ich Ihnen ja sagen, wo wir die anderen von drüben hören. Wissen Sie, was ich in der letzten Nacht vorhatte? Ich habe oben Chemikalien gefunden. Damit wollte ich den Gang in die Luft sprengen. Überrascht Sie das? Nein. Sie haben aber gewusst, dass wir alle dagegen waren. Ja, ich hätte es aber trotzdem getan. Ich weiß. Warum kennen Sie mich so genau? Nicht Sie persönlich, aber Ihren Typ. Wieso? Ich würde Sie mit meiner Antwort nur verletzen. Ich bin nicht so leicht verletzlich. Oh, Sie sind genauso verwundbar wie Siegfried. Man muss nur die richtige Stelle wissen. Ah, und Sie kennen die Stelle? Ja, aber ich werde Sie Ihnen nicht verraten. Dann verraten Sie wenigstens, warum Sie von meinen Absichten so gut informiert sind. Ich überlege mir, was ich selbst tun würde, wenn ich an Ihrer Stelle stünde. Wenn ich dann das Gegenteil annehme, weiß ich genau, was Sie vorhaben. Das Petroleum geht zu Ende. Ich glaube, ich hole eine neue Lampe. Ich bin gleich wieder da. Hochwürden, ich muss Ihnen etwas sagen. Ja? Ich bin desertiert. Vor 2 Tagen. In Ungarn. Ja. Können Sie mir helfen? Ja. Danke. Wenn wir mit dem Stollen fertig sind und die von draußen da sind, dann werde ich fliehen. Wohin? Zu Susanne. Ich werde Ihnen neue Kleider verschaffen, Lebensmittel, natürlich Schnaps. Ich wohne in dem Kloster in der Annagasse. Wann immer Sie etwas brauchen, schicken Sie Susanne zu mir. Danke. Er kommt zurück. Ja. So, bis die runtergebrannt ist, sind wir hoffentlich draußen. Nehmen Sie die mit. Und jetzt müssen wir es mit Balken wieder abstürzen. Fräulein Rinderschmidt, ich möchte Sie gerne um etwas bitten. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Versuchen Sie es. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, warum. Ich habe so lange Angst gehabt, dass ich mich gar nicht mehr an eine Zeit erinnern kann, in der ich keine hatte. Es wird alles gut werden. Heute Nacht habe ich geträumt, ich wäre tot. Nein. Ich war tot. Es hat geregnet. Ich bin in einem Keller gelegen und war tot. Ich wusste gar nicht, wie ich in den Keller gekommen bin. Dann wusste ich es. Ich bin verschüttet worden. Und als man mich schon fast ausgegraben hatte, ist eine Bombe auf das Haus gefallen und der ganze Gang ist eingestürzt. Unsinn. Ich weiß. Trotzdem werde ich die Angst nicht los. Hier sind 2 Briefe an meinen Mann. Die Feldpost kommt nicht mehr an. Es hat also gar keinen Zweck, sie abzuschicken. Aber wenn er nach Hause kommt... Die erste Bombe hat uns nichts getan, weil der Keller so tief ist.
Es ist unmöglich, dass noch eine Bombe auf dieselbe Stelle fällt. Unmöglich ist nicht. Es ist ganz und gar unwahrscheinlich. Versuchen Sie lieber zu schlafen. Sie haben recht. Es ist ganz und gar unwahrscheinlich. Morsezeichen. Faber, können Sie das Funkalphabet? Nein, leider nicht. Scheiße, ich hab's neu gekommen. Ruhig. Neues Wort. Neuer Luftangriff. Den Balken. Wir müssen abschützen. Los, den Balken hier. Da ist er. Die Decke abschützen, raus hier! Los! Die Schulter! Wir müssen ihn rausholen, der erstickt uns! Nur mit den Händen? Ja. Damit er nicht noch mal verletze. Ist der Gang eingestürzt? Ja. Die draußen haben auch aufgehört. Wenn ich nicht umgefallen wäre, hätte es gehalten. Nein. Doch. Nein, doch. Die Decke wäre auf alle Fälle eingestürzt. Ich war zu schwach. Ich bin schuldig. Seien Sie doch ruhig. Ich bin doch schuld. Halt die Schnauze! Verzeihen Sie mich. Ich sag den anderen Bescheid. Wo ist meine Brille? Was? Lippe. Für wen magst du die Brote? Für uns alle. Es ist Mittag. Wir sind hungrig. Ich bin nicht hungrig. Ja, aber die Männer. Warum? Weil sie schwer arbeiten. Hören Sie nichts? Nein. Was hat uns noch gefehlt? Das sieht nach einem Leitungsbruch aus. Wahrscheinlich hat die Bombe, die unseren schönen Tunnel zum Einsturz gebracht hat, auch irgendwo ein Wasserrohr getroffen. Wir müssen den untersten Keller räumen. Ich hoffe nur, dass die da oben merken, dass eine Hauptleitung getroffen wurde. Fangen wir an, alles aufzutragen. Hilf zusammenpacken. So. Kisten, meine Koffer. Meine schönen Sachen. Keine Angst, Frau Wagner, wir betten Sie am Schluss um. So, na? Ich habe es gewusst. Wir alle hier halten erstaunlich zusammen.
sind verschüttet, wir teilen unser Essen. Jetzt sind wir in Gefahr zu ertrinken und trotzdem helfen wir einander. Ja, eben deshalb. Wenn es uns gut ginge, dann würde jeder für sich allein bleiben. Da stimmt etwas nicht. Doch, da stimmt alles. Holst du jetzt meine Mutti? Ja, kann sie denn nicht selbst heraufkommen? Sie hat Halbschuhe an. Und du? Du bist nicht nass geworden? Das Fräulein hat mich getragen. Ich hole sie. Nein, lassen Sie mich. Ich habe Stiefel an. Wir haben sie nicht vergessen. Ich wäre allein gekommen, aber ich habe nur Halbschuhe an. Ich werde sie tragen. Aber ich lieg für zwei. Aber das geht schon. Kommen Sie. Und das Bett? Das hole ich später. So hat mich mein Mann getragen. Am Tag unserer Hochzeit. Geht's noch? Ja. Gehen Sie hinauf. Ich hole das Bett, bevor es wegschwimmt. Diesmal werden wir die Balken von Anfang an besser befestigen, damit uns das Gleiche nicht noch einmal passiert. Wenn eine dritte Bombe hier runterfällt, verliere ich mein Vertrauen in die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn eine dritte Bombe runterfällt, dann brauchen Sie sich Ihren Kopf nicht mehr zu zerbrechen. Ich hätte doch gleich das tun sollen, was ich für das Richtigste hielt. Dann wären wir alle Sorgen los. Wenn Sie etwa die Absicht haben sollten, heute Nacht Ihr kleines Experiment zu veranstalten, rate ich Ihnen dringend nach. Ich möchte nicht, dass jemand mit meinem Leben Versuche anstellt, während ich schlafe. Ich auch nicht. Seien Sie beruhigt, kein Mensch wird mehr mit Ihrem kostbaren Leben Versuche anstellen. Versprechen Sie das? Soll ich Ihnen mein Ehrenwort geben? Ja. Glauben Sie mir nicht, wenn ich Ihnen sage, dass ich es nicht mache? Nein, ich glaube es Ihnen nicht. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir warten bis morgen Mittag. Und wenn wir bis dahin keine Verbindung mit der Außenwelt haben, dann lassen Sie mich den Gang sprengen. Und Sie? Das Wasser riecht nur noch langsam. Ich habe eben nachgesehen. Da muss doch jemand die Leitung abgestellt haben. Wie hoch ist es denn? Ungefähr einen halben Meter, vielleicht auch etwas mehr. Ich sehe es mir mal an. Es rennt noch immer. Ich will, dass Sie Vater etwas sagen. Ich kann nicht direkt mit ihm darüber sprechen. Schröder ist zu misstrauisch. Ich glaube, der Schröder heute Nacht versuchen wird, den Gang zu sprengen. Dabei könnten wir alle draufgehen. Das wäre schade. Was wollen Sie tun? Wir müssen ihn heute Nacht bewachen. Stellen Sie mir vor, dass ich bis eins wach bleibe und dann Sie und Faber weggehe. Einverstanden. Gehen wir zurück. Das Petroleum von Fräulein Reimann, das haben Sie doch heraufgetragen. Ja, warum? Damit werde ich den Gang wirklich nicht sprengen. Da weiß ich bessere Mittel. Ein Scherz. Sehr lustig, lag mich tot. Ich soll fragen, ob ihr schon Hunger habt. Nein, wir machen noch weiter. Habt ihr schon wieder gestritten? Aber nein, wir verstehen uns glänzend. Du schaust so böse aus. Aber nein. Lachst doch manchmal? Ja. Dann lach doch mal. Bitte. Besser. Viel besser. Weißt du, was ich möchte? Was möchtest du denn, Evi? Auf die Straße hinaufgehen. Mir gefällt es hier gar nicht mehr. Wir gehen bald hinauf. Bestimmt? Bestimmt. Morgen. Scheint dann die Sonne? Ich denke schon. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Sonne aussieht. Ich möchte, dass es schon morgen ist. Ah.
Haben Sie wirklich die Absicht, hier zu übernachten? Ja. Ich werde über Sie stolpern, wenn ich meinen Plan ausführe. Ja, Sie werden stolpern. Gute Nacht, Hochwürden. Lassen Sie die Lampe hier. Schlafen Sie gut. Ich werde überhaupt nicht schlafen. Machen Sie keine Dummheiten. Legen Sie sich hin. Stehen Sie auf. Nein. Vorwärts, stehen Sie auf. Wenn Sie sich nicht sofort niederlegen, wecke ich Faber. Tut mir leid, Hochwürden. Ah! Bleiben Sie ja stehen. Was haben Sie mit dem Priester getan? Gehen Sie nach drüben und wecken Sie die anderen. Sie haben den Priester ermordet. Gehen Sie nach drüben und wecken Sie die anderen. Hauen Sie ab. Nein. Erschossen. Sie haben ihn erschossen? Warum? Ich weiß es nicht. Weil er den Gang in die Luft sprengen wollte. Haben Sie große Schmerzen? Natürlich. Ich habe ihn unterschätzt. Sie habe ich auch unterschätzt, Faber. Wenn Faber ihn nicht erschossen hätte, wären wir jetzt alle tot. Schröder hat alles vorbereitet. Jetzt weiß ich, warum er mich nach den Chemikalien gefragt hat. Es hat um die Notwehr gehandelt. Sie haben verhindert, dass Schröder uns alle in Lebensgefahr gebracht hat. Jeder Richter wird das begreifen. Wissen Sie, wie viel mir das nützt? Das ist wahr. Einen Dreck. Warum? Weil ich desertiert bin. Weil ich wegen Fahnenflucht erschossen werde, wenn man mich erwischt. Das hier ist doch bloß eine Draufgabe. Sie können sich Ihre Bemühungen sparen. Im Gegenteil, Sie müssen in Sicherheit gebracht werden. Schröder muss verschwinden. Was? Der Tote muss verschwinden und alle Spuren, die auf ihn hinweisen. Wir müssen ihn ins Wasser werfen. Das ist nicht Ihr Ernst. Schröder ist tot und Faber lebt. Das geht nicht. Das geht doch nicht. Gleich wird er auftauchen.
Schon hat einen kriegswichtigen Beruf. Wird vermisst werden. Man wird Nachforschung nach ihm anstellen. Ja, dann sind wir doch nicht mehr da. Aber die Polizei ist doch nicht blöd. Bevor die uns gehen lassen, schreiben sie unsere Namen und unsere Adressen auf. Und wenn sie den Toten finden, dann stehen wir alle unter Mordverdacht. Und wenn wir nicht verstecken, sondern erklären, dass er Selbstmord begangen hat. Aus Verzweiflung, aus momentaner geistiger Verwirrung. Mit einer Armeepistole? Mit einem desertierten Soldaten im gleichen Keller? So geht es nicht, das ist richtig. Ich habe einen Ausweg. Sie müssen Schröder werden. Sie sind verrückt. Schröder ist tot. Sie leben. Sie werden als Deserteur gesucht, er nicht. Sie sind Flüchtling, er ist ein kriegswichtiger Forscher. Begreifen Sie nicht? Als Schröder sind Sie sicher, wenn die Polizei kommt. Wenigstens für eine Weile. Das glaubt mir doch kein Mensch. Sie nehmen seine Papiere, Sie tauschen die Kleider aus. Was mit dem Toten? Das tue ich nicht. Du musst. Ein desertierter Soldat hat sich aus Angst und Verzweiflung erschossen. Die Pistole wird in seiner Hand liegen. Sie sind etwa gleich groß. Sie sehen sich sogar ein wenig ähnlich. Du musst die Kleider ja nicht gleich anziehen. Warte bis morgen früh. Nein, nein, er muss sofort die Kleider wechseln. Warum? Weil die Leiche steif wird. Nein, ich will nicht. Dann werde ich erklären, dass ich Schröder erschossen habe. Sie? Das glaubt Ihnen doch niemand. Man wird mir schon glauben. Ich werde bei meiner Aussage bleiben. Sie wird man trotzdem erschießen. Wegen Fahnenflucht. Und mich für Mord. Wenn die jetzt kommen und ich... Was soll es werden? Ich werde die Aufmerksamkeit auf den Toten lenken. Nachdem der Tunnel eingestürzt war, war völlig außer sich. In der Nacht ist es dann geschehen. Keiner von uns war dabei. Wir alle haben nur den Schuss gehört. Wir müssen nur dafür sorgen, dass das Kind sie nicht verplappert. Ja, und dann? Ganz einfach, sie erklären, dass sie frische Luft schnappen wollen oder telefonieren und gehen hinauf. Und du fährst dann gleich zu mir und versteckst dich. Aber wenn jemand die Uniform durchsucht und meine Papiere findet... Das sind dann Schröders Papier. Nein, das geht nicht. Der Tote darf überhaupt keine Papiere haben. Keiner von uns kennt ihn. Ein unbekannter Deserteur. Das soll uns jemand glauben. Warum nicht? Vier Menschen werden bestätigen, dass sich ein Deserteur erschossen hat. Sie verschwinden, ich besorge Ihnen neue Kleider und Papiere. Schröder-Sacken werfen Sie weg. Ein Glück, dass er keine Jacke anhat. Das ist doch kein Glück. Da sind seine Papiere drin. Seine Aktentasche, die brauchen wir ja auch. Ja, müssen Sie unbedingt finden. Wahrscheinlich hat er seine Sachen vorher in die Sicherheit gebracht. Ich suche sie. Freund Reimann, bitte reden Sie mit Frau Wagner. Sagen Sie ihr, was Sie und Evi zu tun haben. Ich kann das Hemd nicht anziehen. Du kannst meinen Pullover nehmen. Das Wichtigste haben wir vergessen. Wenn sich jemand ins Herz schießt, hat er auch ein Loch in der Jacke. Wo ist Ihre Feldbluse? Drüben. Kommen Sie. Hier. So. Schießen Sie mit Ihrer Pistole ein Loch in den Stoff. Gehen Sie ganz nah ran, damit die Fasern versenkt werden. Ist alles in Ordnung? Ja, ausgezeichnet. Ja, also Sie hängen dann die Erkennungsmarke um den Hals. Soldbuch behalten Sie. Wo sind die Patronenhülsen? Hier ist die letzte. Die andere? Die Hülse der Kugel, mit der Sie Schröder erschossen haben? Keine Ahnung, irgendwo da drüben. Wir müssen sie unbedingt finden. Warum? Wir fragen Sie nicht so dumm, weil die Hülse neben dem Toten liegen muss, weil er Selbstmord begangen hat. Wir könnten ihn ja danach woanders hingelegt haben. Wir müssen sie finden. Nehmen wir doch die. Das geht nicht. Die Hülse passt nicht zu der Kugel in Schröders Brust. Wenn sich die Polizei die Mühe einer ballistischen Untersuchung macht, sind wir aufgeschmissen. Das sind wir sowieso, wenn es zu einer Untersuchung kommt. Ach, Ihr Defitismus geht mir auf die Nerven. Da ist sie. So, stecken Sie die andere ein. Sie ziehen jetzt seine Sachen an. Es muss sein, das wissen Sie. Da ist die Jacke. Ja. Das Partei-Abzeichen im Knopfloch wird sich an Ihnen gut machen. Thank you.
Wie lange brauchen wir? 4 bis 5 Stunden. Aber wir müssen das Nebenhaus gehen. Hier ist alles zu. Bis Mittag müssten wir fertig sein. Haben wir Verbindung? Ja, wir können sie klopfen hören, aber sie scheinen nicht mehr zu graben. Wahrscheinlich auch zu erschöpft. Und dann nach dem Rohrbruch? Beeilung, Feldwebel. Jawohl, Herr Leutnant. Sie wollten mich sprechen? Wir haben eben erfahren, dass sich unter den Eingeschlossenen auch ein Soldat befindet. Wie lange werden Sie noch brauchen? Bis Mittag. Warum? Weil wir uns den Soldaten gerne ansehen würden. Und außerdem diese beiden Herren hier. Kleinert, Prokurist bei den Alpha-Werken. Dies ist mein Kollege Herr Niebes. Schattenpöttler. Einer unserer wichtigsten Mitarbeiter, ein gewisser Walter Schröder, ist seit 2 Tagen abgängig. Am 21. morgens hatte er eine Besprechung auf einer Dienststelle im 1. Bezirk. Seitdem hat er keine Nachricht, keine Spur von ihm. Unter den Toten von gestern und vorgestern ist er nicht. Alles, was wir wissen, ist, dass sich in diesem Keller 7 Menschen befinden, darunter ein Soldat, ein Priester und ein Zivilist. Herr Leutnant, er ist an der Entwicklung wichtigster Forschungsprojekte beteiligt. Er hat Unterlagen bei sich. Kommen Sie ums Heuer wieder, dann müssen wir soweit sein. Danke, Herr Leutnant. Gerade noch mal zur Zeit gekommen. Herr Leutnant, wir haben eine Schwangere im Keller. Die Wehen haben schon begonnen. Wo? Da drüben. Verständigen Sie meine Mutter wegen des Kindes? Helmer, rasen Sie rauf und organisieren Sie sofort einen Krankenwagen. Wie ist die Adresse? Thalierstraße 45. Marie Jurek. Und das Kind transportieren Sie in die Thalierstraße 45 zu Jurek. Verstanden? Jawohl. In einer Viertelstunde holt sie einen Wagen. Danke. Sie sind also der Priester. Ich wusste, dass ich Sie hier finden würde. Wieso? Wir haben uns erkundigt bei den Nachbarn. Sie und eine ältere Dame. Das bin ich. Wie viele wart ihr hier eigentlich? 1, 2, 3, 5 und das Kind? Nein, 6 und das Kind. Wo ist der 6 denn? Da drüben. Ein Soldat, der hat sich erschossen. So. Wie war das? Ja, gestern Nachmittag, nachdem unser Tunnel eingestürzt war, waren wir alle sehr deprimiert, natürlich. Den Soldaten, wir kennen nicht mal seinen Namen, hat das völlig verstört. Er hat auch vorher kaum mit uns gesprochen. Er wirkte sehr unglücklich. Ja, das stimmt. Er hat sehr unglücklich ausgesehen. Wir sind dann zeitig schlafen gegangen. Wir hatten viel Arbeit mit dem einbrechenden Wasser gehabt und waren todmüde. Ja. Ja, auf einmal hörten wir einen Schuss und dann haben wir ihn so gefunden. Genauso, wie Sie ihn jetzt sehen. Wann war das? Ja, gegen 1 oder 2 Uhr in der Nacht. Feldwebel. Ja. Feldwebel, der Streifenführer soll zu mir kommen. Und schauen Sie nach, wo Helmer mit dem Krankenwagen bleibt. Jawohl, Herr Leutnant. Streifenführer, wo ist der Tote? Hier. Er hat sich ins Herz gefasst. Ja, sieht so aus. Irgendwelche Dokumente? Nein, nichts. Ein paar Zigaretten, etwas Geld. Hat jemand von Ihnen den Toten berührt? Nein, niemand. Entschuldigen Sie, ich muss Ihren Namen und Ihre Adresse notieren. Warum? Der Tote hat keine Papiere. Wir müssen die Polizei verständigen. Und bevor Sie ins Spital kommen, möchte ich Ihre Dokumente sehen. Ja, bitte. Hier, notieren Sie. Ist das Ihr Kind? Ja, ja. Gleiche Adresse? Ja, ja. Und Sie? Susanne Riemerschmidt. Keine Kernkarte. Eine Formalität, verstehen Sie? Natürlich. Können wir jetzt nach Hause gehen? Ich glaube schon.
Merkwürdig, dass er keine Papiere versichert. Vielleicht wurde er gesucht. Vielleicht ein Deserteur. Das werden wir schon herauskriegen. Wird das nicht schwer sein? Wahrscheinlich werden wir nie erfahren, wer er war. Wo ist die Frau? Hier, kommen Sie bitte. Können Sie selbst gehen? Ich weiß es nicht. Warten Sie. Mami! Oh. Mami! So, wem gehört das Kind? Mir. Es muss zu meiner Mutter gebracht werden. Wir haben Sie schon benachrichtigen lassen. Oh. Können Sie helfen? Ja. Dann nehmen Sie die Bahn. Oh. Da ist Evi. Mami! Komm mit, Evi. Warum habe ich ausgerechnet Sie ausgesucht? Sie können ja selbst kaum noch laufen. Entschuldigen Sie, es geht schon. Ich brauche eine etwas frische Luft. Du wirst hier auf deine Großmutter warten, nicht wahr? Sie können hier nicht weiter. Wieso? Niemand darf vorläufig das Haus verlassen. Ich möchte nur etwas frische Luft schnappen. So, jetzt Sie und dann noch der Mann, der die Ware nach oben trug. Ihre Papiere, bitte. Ja, aber ich wohne doch in diesem Haus und meinen Namen wissen Sie ja. Ich muss mich von Ihrer Identität überzeugen. Ja, natürlich, Herr Reitmann. Ihre Papiere sind hier. In diesem Koffer. Sie müssen nämlich wissen, Herr Leutnant, meine ganzen Sachen sind heraufgeschleppt worden, wie irgendwo im Keller das Wasser hereingebrochen ist. Wenn man eine alte Frau ist wie ich, hängt man an allem, was einem noch geblieben ist. Was haben Sie denn? Gar nichts. Rühren Sie den Koffer nicht an. Wissen Sie, was das ist? Nein. Das ist eine Pistolenkugel. Wie kommt denn die in meinen Koffer? Das würde ich auch gerne wissen, gnädige Frau. Ja, sehen Sie mich an, ich habe keine Ahnung. Dann denken Sie doch noch mal gut nach. Mein Gott, bin ich dumm. Natürlich weiß ich, wie die Kugel in meinen Koffer gekommen ist. Sie wissen das? Ja, freilich. Und Sie wissen es auch, Hochwürden, und Sie auch, Fräulein Susanne. Erinnern Sie sich doch, die vorletzte Nacht, ich meine die erste Nacht, die wir unten im Keller verbracht haben. Die Ratten! Ja, die Ratten. Es ist wirklich zu dumm, dass ich nicht gleich daran gedacht habe. Sie müssten glauben, dass hier ein Verbrechen begangen worden ist. Wie war das denn mit den Ratten? Wir konnten nicht schlafen, Herr Leutnant. Zwei Ratten waren im Keller und machten die ganze Nacht Lärm. Es war nicht auszuhalten. Und als wir es wirklich nicht mehr aushalten konnten, hat der Soldat, Gott hab ihn selig, versucht, sie zu erschießen. Hat er sie dann erschossen? Nein, eben nicht. Er schoss daneben. Zweimal. Die eine Kugel ist so in meinen Koffer gekommen und die andere wird man wohl unten im überschwemmten Keller finden können. Wir werden prüfen lassen, wie viele Kugeln aus dem Magazin der Pistole fehlen. Ich danke Ihnen. Du musst wieder hinunter, Evi. Komm doch mit. Das kann ich nicht. Du weißt ja, ich muss fort aus Wien. Leb wohl. Leb wohl. Kommst du uns bald besuchen? Sobald ich kann, besuche ich euch. Hm? Gibst du mir wieder den Hut? Darf ich ihn behalten? Bitte. Ja. Leb wohl. Leb wohl. Aua.
Wo ist der Mann, der deine Mutti raufgetragen hat? Er steht noch bei dem Posten, aber er muss bald kommen. Er wird meine Großmutter mitbringen, hoffe ich. So, dann wirst du ja bald nach Hause gehen können. Hier, ich habe ein paar Kekse für dich. Danke. Und du musst ja einen fürchterlichen Schreck bekommen haben heute Nacht. Oh ja, ich bin erschrocken. Ich habe fest geschlafen und auf einmal habe ich den Krach gehört und bin aufgewacht. Und da ist der Soldat da drüben gelegen und war tot. Woher weißt du denn, dass er tot war? Weil er nicht mehr geatmet hat. Herr Leutnant! Ja, was gibt's? Die beiden Herren wollen sich sprechen. Sie sagen... Ja, danke, ich weiß Bescheid. Meine Herren, ich fürchte, ich kann nichts für Sie tun. Einen Walter Schröder haben wir nicht gefunden. Es fehlt allerdings noch ein Mann. Sie müssen sich nur etwas gedulden. Warum glaubst du, dass er sich erschossen hat? Das weiß ich nicht. Hast du denn nie mit ihm gesprochen? Mit einem Toten kann man doch nicht sprechen. Ich meine natürlich, als er noch lebte. Nein, nur ganz wenig. Er hat nie mit mir gespielt. Herr Leutnant! Herr Leutnant! Schröder! Dieser Mann ist Walter Schröder. Wer soll das sein? Schröder, unser Schröder. Sind Sie da sicher? Ich arbeite doch schon seit 10 Jahren mit ihm zusammen. Aber er war doch Zivilist. Wieso trägt er dann Uniform? Muss ihn jemand angezogen haben. Er hat einen hellen Übergangsmantel an. Verdammt. Der Soldat. 3 Männer waren hier im Keller. Sie, der Tote und wo ist der Dritte? Keiner verlässt vorläufig den Keller. Schreien Sie nicht so mit uns! Was sollen wir noch machen? Warten. Hey, Post! Wo ist der Mann, der wartet? Hier hat niemand gewartet, doch. Herr Leutnant. Nein, Herr Leutnant. Der Mann mit dem kleinen Kind. Ach so, die. Die sind wieder hinuntergegangen, glaube ich. Die Trottel. Zebedeus, ist das nicht furchtbar? Aber du hast mal wieder recht gehabt. Wer weiß, was mit den armen Leuten passiert ist, dass die das da so überlebt haben. Haben Sie einen Mann in einem hellen Übergangsmantel gesehen? Wo es ist? Warum sind Sie weggelaufen? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Ich will wissen, wie Sie heißen. Walter Schröder. Das ist nicht wahr. Wo sind Ihre Papiere? Die habe ich schon dem Feldwebel gezeigt. Zeigen Sie sie mir nochmal. Wer sind Sie? Walter Schröder. Walter Schröder ist tot. Sein Streichholz. Sie haben ihn erschossen, nicht wahr? Ja. Warum? Hier sind seine Papiere. Wo sind Ihre eigenen? Wollen Sie es sehen? Nein. Sie haben mit dem Toten die Kleider getauscht. Warum? Weil ich desertiert bin. Wann? Vor 3 Tagen in Ungarn. Warum? Warum? Tragen Sie eine Waffe?
Nein. Wollen Sie mich durchsuchen? Meine Pistole liegt bei dem Toten. Ja, wo sind Ihre Leute? Ich bin allein. Aber man wird Sie suchen. Wozu? Wenn Sie mich jetzt festnehmen? Sie haben Schröder erschossen, um die Uniform loszuwerden. Er wollte den Gang sprengen. Den Gang sprengen? Stecken Sie Ihre Papiere ein. Ich gehe allein. Ich habe Sie nicht gefunden. Warten Sie hier 10 Minuten. Haben Sie mich verstanden? Ja. Warten Sie 10 Minuten. Haben Sie den Mann gefunden? Nein, Herr Leutnant. Aber ich habe die Kommandantur verständigt und die Beschreibung übermittelt. Die Kripo arbeitet unten an der Spurensicherung. Man wartet auf Sie. Ich bin einem Mann nachgelaufen, in einem hellen Übergangsmantel. Und als ich ihn endlich hatte... Da war es der Falsche. Ja, da war es der Falsche. Guten Abend, meine Herren. Sie haben jedenfalls Schröders Aktentasche gefunden. Nein, Herr Leutnant. Wir nehmen an, dass Sie der Mörder mitgenommen hat. Wahrscheinlich hat er Schröder nur deshalb umgebracht. Das kann schon sein. Wiedersehen. Heidler! Sie können jetzt an alle heimgehen, aber Sie dürfen Wien nicht verlassen. Wenn Sie von dem Flüchtling irgendwas in Erfahrung bringen, wenn er sich bei Ihnen meldet, dann benachrichtigen Sie unverzüglich meine Dienststelle. Im Übrigen erwarte ich Sie morgen in der Früh um 9 alle auf dem Präsidium. Ah, Herr Leutnant. Können Sie nicht so lange da bleiben, bis der Polizeiarzt kommt? Ich muss dringend weg. Ja, ich kann so lange warten. Herr Hitler! Sie können ebenfalls gehen. Ich bin, ich weiß nicht wer. Ich komme, ich weiß nicht woher. Ich gehe, ich weiß nicht wohin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Brauchen Sie Licht? Nein, danke. Wohin wollen Sie? Nach Haus. Brauchen Sie Geld? Nein, danke. Was bin ich Ihnen schuldig? Nichts. Sie gehen es besser. Vermeiden Sie die großen Ausfallstraßen, da gibt es immer Kontrollen. Sie halten sich am besten rechts vom Haus den Wald hinauf, nicht in die Weinberge. Warum tun Sie das für mich? Weil Sie mir leid tun.
Wir unterbrechen unsere Musiksendung zur Durchgabe einer Luftlagemeldung. Achtung, Achtung! Der über dem Plattensee gemeldete Bomberverband befindet sich im Anflug auf Kärnten und Steiermark. Ende der Durchsage. Kultur heißt für mich, auf der Welt zu sein.